Ja, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, unser Dringlichkeitsantrag hat eigentlich nur ein Ziel, und zwar ein ganz deutliches Ziel, dass sich die Bundesregierung, also die schwarz-gelbe Bundesregierung, an das hält, was sie versprochen hat. Und ich meine dazu nicht das, was sie vor der Wahl versprochen hat, sondern ich meine auch das, was sie nach der Wahl noch versprochen hat. Und das heißt eigentlich einen deutlichen Ausbau des Solarstroms in Deutschland. Wenn man zurückblickt in die letzten zwei Jahre, im September 2010 hat die Bundesregierung in einer großen PR-Aktion die Energierevolution in den Vordergrund gestellt im Zuge der Laufzeitverlängerung. Aber trotz im Zuge der Laufzeitverlängerung hat die Bundesregierung im Herbst 2010 ganz klar sich dazu ausgesprochen, das Zubauziel im Solarstrom bei 3.500 Megawatt festzuschreiben. Die Bundesregierung hat der EU das gemeldet im Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energien bis zum Jahre 2020 das Ausbauziel von 52.000 Megawatt sozusagen Stromleistung festzuschreiben. Das interessiert die Bundesregierung heute gar nicht mehr. Es wurde vor zwei Jahren beschlossen. Gott sei Dank wurde ja der Atomausstieg beschleunigt und 8 Kernkraftwerke abgeschaltet. Trotzdem will die Bundesregierung, also trotz der Abschaltung von 8 Kernkraftwerken, möchte die Bundesregierung das Zubauziel für den Solarstrom unter dem Level drosseln, als was sie damals beschlossen hat, mit der Laufzeitverlängerung. Ein weiterer Bereich, den die Bundesregierung sozusagen, glaube ich, total außer Acht lässt bei der ganzen Debatte. Die Bundesregierung hat im letzten Herbst, deutlich beschlossen, mit der Novellierung des EEGs, dass wir halbjährlich die Vergütungssätze absenken, dass wir eine Art Atemendeckel haben, sozusagen, je nach Zubaugeschwindigkeit auch stärker abgesenkt wird. Zu halbjährlichen Stichtagen, ich erinnere daran nochmal, zum 01.01.2012 wurde die Vergütung um 15% gesenkt. Das ist die höchste Senkung an einen Stichtag, den wir bis jetzt hatten. Im Gesetz steht weiterhin drin, durch den starken Zubau im Dezember letzten Jahres, dass zum 01.07. erneut eine Absenkung von 15% kommt. Das heißt, wir haben es hier mit einer Branche zu tun, die wie keine andere Branche sozusagen in einem gewaltigen Tempo deren Marktanreizmechanismen nach unten geschraubt werden und gesenkt werden. Das ist, glaube ich, unumstritten. Wir müssten mal jemanden eine andere Branche nennen, wo man so zügig sozusagen die Unterstützung nach unten geschraubt hat. Was jetzt passiert, und es ist wahnsinnig gravierend, was gemacht wird. Wir alle wissen, die Solarbranche hat diese Kürzungen der letzten Jahre das einigermaßen auch teilweise gut verkraften können. Was man jetzt aber macht, indem man drei Maßnahmen zu einem Stichtag sozusagen einführen möchte, wird der Solarbranche in Deutschland das Genick brechen. Das muss man ganz offen sagen. Es geht darum, dass die Bundesregierung, sie möchte sozusagen einen Frontalangriff auf den Solarstrom umsetzen. Einmal soll die Kürzung, die vorgesehene zum 01.07. nach vorne gezogen werden, zum 09.03. Gleichzeitig soll die Kürzung verschärft werden. Des Weiteren kommt hinzu, dass nicht mehr der gesamte Strom vergütet werden soll, sondern nur noch 85%, dass man 15% selbst verbrauchen muss. Des Weiteren kommt hinzu, dass man eigentlich den Zielausbaukorridor von 3.500 Megawatt ab dem Jahre 2017 verlassen möchte und den weiter nach unten fahren möchte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man sich jetzt die Regierungsfraktion anschaut, man ist ja erstaunt, wie sie plötzlich sich als Retter der Solarbranche sich jetzt das erkannt hat und das durch die Medien geistert. Wenn man aber mal zurückblickt und schaut, was im Herbst letzten Jahres los war, am 28. November 2011 schreibt die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Gerda Hasselfeld, an die beiden zuständigen Minister in Berlin, man möge doch bitte für das nächste Treffen am 25. Januar 2012 ein Konzept vorlegen, wie man die Einspeisvergütung reduzieren kann, also mehr reduzieren kann, als im Gesetz steht, oder dafür zu sorgen, dass man den Zielkorridor sozusagen nach unten setzt auf 1.000 Megawatt oder eine Kombination aus beiden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie sich jetzt als Retter der Solarbranche in Bayern hinstellen, müssen die Leuten sagen, was jetzt kommen soll, hat Ihre Landesgruppe bereits im Herbst letzten Jahres gefordert und es auch schriftlich dem Minister so mitgeteilt. Ein weiterer Bereich, den man auch deutlich ansprechen muss,
was Sie eigentlich mit dieser Hü- und Hott-Politik wirklich bewirken. Sie betreiben eine Politik, in denen ein Gesetz, dessen letzte Novellierung gerade mal 2 Monate alt ist, bereits wieder auf den Prüfstand kommt und wieder am Rad gedreht wird. Das heißt, ein Gesetz, das 2 Monate in Kraft ist mit den neuen Vergütungssätzen, fangen Sie eine Debatte an um eine vorgezogene Kürzung zum Thema Planungssicherheit. Das ist eine Katastrophe, was dort gemacht wird. Sie alle wissen, wenn Leute in Solaranlagen investieren, das plant man eine Zeit lang, man nimmt sich das Geld dafür auf, die Handwerker geben Angebote ab, machen Verträge, ordern die Module zu bestimmten Preisen und diese gesamten Sachen werfen sie von heute auf morgen über den Haufen. Und ich muss ganz offen sagen, ich habe schon das Gefühl, dass der Bundesregierung bewusst ist, der 9.3. ist nicht zu halten. Das wird man politisch nicht durchstehen, aber juristisch wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber allein, dass die beiden Minister diesen Stichtag in die Debatte gebracht haben, haben für eine reihenweise Stornierung von Aufträgen gesorgt, für eine Mordsunruhe in der gesamten Branche gesorgt und eine Mordsunsicherheit bei den Investoren, die in die Energiewende investieren sollen und was ja auch von allen Parteien gewünscht ist. Was Sie jetzt machen, Sie machen eigentlich eine Politik aus bayerischer Sicht, wo man es so offen sagen, Bayern ist das Land der Sonne, das ist unumstritten. 40% der PV-Anlagen werden in Bayern installiert. Das ist auch gut so. Die Staatsregierung hat sich selbst zum Ziel gesetzt, im eigenen Energiekonzept sozusagen auf 14.000 Megawatt in Bayern zu kommen bis zum Jahr 2020. Ihr eigenes Konzept, das ist kein ganzes Jahr alt. Im Bereich PV können Sie eigentlich heute schon wieder in die Tonne treten, wenn das so mit der Kürzung im Solarbereich kommen wird. Zum Schluss ist zu sagen, Sie betreiben in Berlin alles andere als eine Politik im bayerischen Interesse. Im bayerischen Interesse wäre, erstens dafür zu sorgen, dass die Solarinstallateure, die mittelständischen Betriebe, eine Planungssicherheit haben, die auch verlässlich ist. Und Verlässlichkeit, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, es muss durchwegs heißen, bis die nächste Kürzung kommt, wie es im Gesetz steht, muss das halbe Jahr auch vergehen und zu dem Tag kann frühestens was gekürzt werden und es darf zu keiner vorgezogenen Kürzung kommen. Was Sie jetzt in Berlin machen, ist eigentlich das, was wir so oft wieder angesprochen haben und bemängelt haben. Und da heißt immer wieder von den Seiten der Regierungsfraktionen, wir machen die alten Kämpfe wieder auf. Sozusagen die großen bösen Energiekonzerne gegen den kleinen Solarinstallateur. Wenn man sich aber anschaut, was das Management-Magazin in diesen Tagen so Titelüberschriften wählt, da steht drinnen sozusagen, ganz wörtlich das zu zitieren, steht im Management-Magazin auf der Webseite von letzter Woche, steht deutlich drin sozusagen, dass eigentlich RWE und E.ON atmen auf. Das war die Überschrift, als von der Novellierung, von der Anstehenden, das in die Medien kam. Genau das wird gemacht. Sie machen eine Politik, da müssen die kleinen Mittelständler in Bayern, die müssen bluten, damit E.ON das Geschäftsmodell des letzten Jahrhunderts weiterverfolgen kann. Das ist mit uns nicht zu machen. Deshalb bitte ich um eine deutliche Unterstützung für unseren Antrag. Und zum Antrag der Regierungsfraktionen noch ganz kurz. Es reicht nicht aus, zu sagen, man möchte etwas mehr Zeitspielraum reinzubekommen. Sie wissen doch genauso gut wie ich, eine große Freiflächenanlage, die hat eine längere Planungsphase. Da kann man nicht in 1-2 Monaten den großen Wurf was ändern. Das wird nicht funktionieren. Es kann nur heißen, bei dem bleiben, was beschlossen ist. Das heißt, die Kürzung, die ansteht von 15% zum 1.7., bei der bleibt es und keine weiteren Kürzungen. Zu den anderen Anträgen der Koalitionsparteien, die werden wir mit zustimmen, die gehen ja alle in die gleiche Richtung. Und ein Thema noch ganz kurz zum Schluss, was ich noch ansprechen wollte, was das letzte Ministerpräsident ja massiv schon kritisiert hat, aber sich auch mal wieder nicht durchsetzen konnte. Also ich frage mich, was ist eigentlich aus diesen mächtigen Bayern in Berlin geworden? Die Frage ist, dass in Zukunft sozusagen eine Ermächtigung im Gesetz mit drinsteht, dass die zuständigen Minister entscheiden, wie die Vergütung angepasst wird. Das heißt, die gesamte gesellschaftliche Debatte um die Energiewende, die gesamte Debatte wird wieder abseits der Parlamente und dadurch auch abseits der Bevölkerung geführt. Das kann es nicht sein. Da muss man dringend dafür sorgen, dass die Entwürfe, die in Berlin geistern, so definitiv nicht umgesetzt werden. Danke. Sind Sie
Herr Kollege, nehmen Sie jetzt eine Zwischenbemerkung entgegen? Dann darf ich Herrn Hartmann für die Grünen das Wort geben. Bitte schön. Sehr geehrter Kollege, ich hoffe, ich habe Sie nicht ganz richtig verstanden, aber es wäre traurig, wenn es dem so wäre. Haben Sie wirklich hier im Hohen Hause gesagt, wir müssen den PV-Bereich drosseln sozusagen, um den Vorrang nicht in Frage zu stellen? Das wäre ja eine Kapitulation vor dem Thema Energiewende. Wir alle wissen, wir haben ein Ziel von eines Tages 50% und vielleicht eines Tages 75% und eines Tages 100%. Das wird ja heißen, die Herausforderung, die Integration der erneuerbaren Energie ins Stromnetz, in die Speicherform. Diese Aufgabe wollen Sie sich heute nicht richtig stellen. Sie wollen das Thema vertagen, indem Sie den Druck herausnehmen. Sie bremsen den Solarbereich, um da Zeit zu gewinnen. Aber Sie müssen doch die Lösung dafür finden. Die Lösung ist doch nicht, den Solarstromanteil zu begrenzen, weil man da nicht weiterkommt. Die Frage ist doch, die Netze dort auszubauen, die Integration in die Netze voranzubringen. Das sind doch die Aufgaben, die man hat. Und diese Aufgaben wollen Sie einfach zur Seite schieben. Ich finde es wirklich skandalös, wenn man so eine Energiewende betreiben möchte. Dann bleiben Sie kurz. Das sieht nach einer Zwischenbemerkung aus. Und so ist es auch. Herr Hartmann, bitte, von den Grünen. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Kollege Reist, Sie haben ja einige sinnvolle Sachen geäußert, die man ja durchaus unterstützen kann. Aber es fehlt etwas im Gesamtkonzept. Sie haben es ein bisschen aus bayerischer Sicht was vertreten, was die Offshore-Anlagen angeht, was dann die Freiflächenanlagen in Bayern angeht. Würden Sie mir zustimmen in der Sache eigentlich, dass eigentlich der Solarstrom, die neuen Solarstromanlagen, die jetzt installiert werden, die sind gar nicht mehr der wahre Kostentreiber beim EEG, weil die Vergütung die letzten Jahre ja um 50% reduziert worden ist. Wir haben ja relativ Vergütungssätze um die 20 Cent jetzt. Und eine weitere Frage, wo Sie gar nicht drauf eingegangen sind, ist auf den Zielkorridor. Wo stellt sich die Staatsregierung vor oder die CSU-Fraktion, möchte man eigentlich hin vom Anteil von Solarstrom, wenn man den Zielkorridor, den man jetzt immer hatte, von 3.500 Megawatt pro Jahr, übrigens in der Energiekommission bei den Anhörungen hieß es immer wieder, bei den Energieszenarien der DENA hat man immer mit diesem Zubau pro Jahr auch gerechnet, man hat diesen Zubau auch an die EU gemeldet. Wo ist die Zubaugrenze oder wo ist der Zubaukorridor, was sich die CSU in Bayern vorstellt? Weil es aktuell diskutiert wird, reden wir davon, ab dem Jahr 2017 einen Korridor zu haben zwischen 900 und 1.900 Megawatt. Ist es wirklich Wunsch der CSU in Bayern, den Korridor nach unten zu bringen? Ganz abgesehen von der Vergütungshöhe. Mir geht es um den Korridor des Zubaus. Herr Kollege Reis, zur Erwiderung bitte. Einen Moment noch, Herr Staatsminister. Für eine Zwischenbemerkung hat sich gemeldet der Kollege Hartmann. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Minister, ganz kurz vorweg, dass Bayern Nummer eins ist als Solarland, ist ja nicht der Verdienst der bayerischen Staatsregierung, sondern der Verdienst der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Das muss man klarstellen. Was mich erstaunt bei Ihrer Argumentation, warum Sie eigentlich die 10 Megawatt Freiflächenanlagen so in den Vordergrund stellen. Machen Sie sich mal Gedanken, wie viele Anlagen das sind überhaupt in Bayern. Ja, gut, die Zahl mal zu wissen. Und dann ist auch die Frage, wer betreibt denn diese großen Anlagen? Das sind auch wieder nicht die Bürgerbeteiligungsfonds, das werden die großen Konzerne sein. Warum ist das Merkmal der Staatsregierung bei der Energiewende immer auf der Seite der großen Konzerne so massiv und nicht auf der kleinen? Richtig wäre gewesen, dass Sie Ihren Schwerpunkt auf die kleinen Dachanlagen setzen würden, dass es dort eine Planungssicherheit gibt. Aber Sie betonen definitiv wieder in der Rede, wie auch im Antrag, die 10-Megawatt-Anlagen, wo die Grenze reingezogen wird, dass Ihnen das ein Dorn im Auge ist. Das verstehe ich nicht ganz.